Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 19. Wir sind hier auf der Italia, die optisch wohl schönste Map des LS19. Ich bin wie immer der Schotti von der Test Area. Ja, ich habe Ballenpressen habe ich schon fertig. Ich werde die jetzt wickeln, dass wir wieder Silageballen haben für die BGA. Das lasse ich natürlich wieder automatisch von Cosplay machen. Ne? Sammeln oder wickeln Ballen. Feld 15 können wir so lassen. Was wir brauchen ist ein Kurs. Irgendein Kurs. Ich nehme jetzt trotzdem einen Kurs von Feld 15 vom Schwader. So. Und dann ist der Cosplay schon der. Dann ist das Cosplay schon wirklich. Nächst passender hier. Sammeln oder wickeln von Ballen einstellen. Abfahrer einstellen. Ich hab da schon mal auf, also der hat viel zu tun wieder hier, ne? Es sind einige Ballen wieder bei rumgekommen. Aber das ist dann natürlich auch einiges an Geld. Ich würde die Ballen niemals wickeln, müsste ich das jetzt von Hand machen. Dann würde ich die so wie die sind in die BGA schmeißen. Nur, wir können ja machen. Preise gucken. Hier. Silageballen. 900. Normales Gras 450, Heu 450, also das ist hier das Doppelte, ne? Also lasse ich sie doch lieber wickeln. Wir haben ja gesehen im letzten Video, wo ich angefangen habe vorzuspulen, dass da weit über 100.000 Euro für uns bei rumgekommen sind. So, was ich noch gesehen habe in der Übersicht, ich will übrigens heute noch ein bisschen Geld ausgeben, ist, dass geteilt werden muss, sowohl auf Feld 1, halt dann auch auf 17, das mit 17, ja, man könnte da kalken, aber erstmal muss abgeerntet werden, dann muss Stroh weggesammelt werden. Ich könnte jetzt auf Feld 1 kalken, aber ich habe dann doch anderes im Kopf mit dem einen freien Trakt. 120.000 haben wir schon wieder auf dem Konto. Hier. Das Kalken kann irgendeiner unserer Fahrzeuge später übernehmen. Das muss jetzt nicht sofort gemacht werden. Ich mal die Presse hier hinstellen. Ich würde mir lieber den Ballen Sammelwagen jetzt holen. Und schon mal zur 15 fahren. Was ich dann später gleich anfangen kann mit dem Ballentransport, denn oh, von der falschen Seite, ja, da liegen die Eier noch im Gras, denn das wird wieder einige Zeit auch in Anspruch nehmen, das Fahren der Ballen. So, wir werden da garantiert auch das ein oder andere Mal wieder eingreifen müssen. Nur wenn wir zwischendurch schon mal immer eine Ladung wegbringen können und so, spart das natürlich Zeit. Und wir schmeißen die ja auch in die BGA, ne? Ja. Das kann immer wieder vorkommen. Das kann man auch Cosplay nicht verübeln. So. Wenn die Ballen nicht günstig liegen, dann passiert das. Aber wie gesagt, das kann vorkommen. Das kann man Cosplay nicht verhindern. Ansonsten macht Cosplay, was das Wickeln und Sammeln von Ballen angeht, einen sehr guten Job. So. Gut. Ja, zum Geld ausgeben. Oh. Ich hab's gesehen. Habt ihr es auch gesehen? Abfahrer entlassen. Kommst du von alleine? Nein. Der wollte halt wenden. Beziehungsweise hatte er vorgehabt, die Stelle anzufahren, wo er das Sammeln aufgehört hat.
Nee, an den ersten Wegpunkt wollte er ansteuern. Okay. Ja, leider hat er dann nicht den Weg über das Feld gewählt, sondern wollte andersrum wenden, um gerade drauf zu kommen. Das ist bei Autodrive die Funktion, zeige ich mich hier, ne? Aufs Feld begrenzen hat Crossplay in dem Sinne nicht. Oh, jetzt komme ich gerade richtig. Leute, ihr haltet mich von meiner Arbeit ab, wenn ihr hier so Klump-Klump-Klump-Quatsch macht. Ja, genau. Macht da erstmal weiter. Ja, ich wollte hier hoch. Farmhaus. Das ist auch doch schön. Das ist schon wieder ein bisschen romantisch, so ein Häuschen, ne? So. Wir sind hier bei unserem neuen Hof, den etwas größeren Hof. Ich weiß noch nicht, wie das hier klappen wird mit dem Anbinden von Autodrive. Vielleicht auch gar nicht, dass wir wieder viel von Hand machen müssen. Unload or buy hier. Warum geht das nicht? Hallo? Das hat doch bei den anderen Stellen funktioniert. Ich habe den Hof doch gekauft. Ah, jetzt. So, wir haben die rosa Schweine, wir haben weiße Schweine, wir haben schwarz-weiße Schweine und wir haben schwarze Schweine. Das sind ja diese sogenannten Marzipan. Schnellziehen, ne? Zwei reichen, damit wir sie haben, habe ich mir gedacht, die vermehren sich ja auch so enorm, ne? Ach, hier ist der Wasserturm. Ja. Na, ihr zwei, geht's euch gut? Das freut mich. So, und jetzt kommen wir nämlich, ach, jetzt wird's spannend. Können wir nämlich gucken, was die für Bedürfnisse haben, das Schwein. Also, die brauchen Wasser, die brauchen Stroh. Ja, Stroh in Schüttgutform, das ist nicht das Problem. Gras, damit sie was zum Fressen haben. Was nehmen sie noch? Weizen würden sie sogar nehmen. Sojabohnen, Raps, Sonnenblumen, Kartoffeln, Zuckerrüben, Karotten. Also Wasser und Gras. Wie kriegen wir Gras da runter? Ganz einfach. Wir werden einen Ballen oder zwei Ballen holen fahren. Holen wir zwei Ballen. Dann haben die auf jeden Fall schon mal was zu futtern. Dann kriegen die noch Wasser. Dann haben die auch was zu saufen. Wir könnten später dann ja was Weizen noch anliefern, wenn wir es wieder ernten. Dann sind es bei den Schafen so, da stehen schon wieder zwei Baumwoll, beim zwei Baumwollpaletten, jetzt hätte ich fast Baumwolldinger gesagt. Da stehen schon wieder zwei Baumwollpaletten rum. Die können wir auch gleich aufladen. Jo. Wenn die Ernte abgeschlossen ist, nee, wenn das Wickeln abgeschlossen ist, dann können die Schweine eben schnell das Wasser haben. Ja. Jetzt fahren wir erstmal ein Gras holen und die blöden Ballen. Ballen. Paletten. Wollballen. Wolle. Wolle Dortmunder. Also, jetzt wollen wir mal sehen. Ich hatte die schon vom Trigger gepflückt hier, weil immer die Meldung kam, dass da kein Platz mehr drauf ist. Und ich kann die jetzt auch gleich verladen. So. Fällt auf der anderen Seite wieder runter, weil ich die nicht
Also die waren falsch, ne? So. Leg dich dahinter drauf. So, schiebe ich dich noch ein bisschen ran. So, jetzt brauchen wir noch Gras. Ich würde das Gras von hier hinten wegnehmen, von der Schienenseite. Ja, keine Ahnung, wie viel. Wie viel Gras? Keine Ahnung. Nehme ich zwei Ballen mit, nehme ich drei Ballen mit. Ich habe so viel Gras hier liegen, ne? Ich kann auch vier Ballen mitnehmen. Das wäre dann völlig in Ordnung. So, komm schon. Ich bin immer. Ich muss ja sagen, ne, die das mit dem Traktor so machen. Hut ab, Leute. Hut ab. So, das sind drei. Nicht wehren. So, einfach oben drauf legen. Das war ich nicht. Einfach oben drauf legen. Und dann schmeiße ich es auf der anderen Seite wieder runter. Ja, ist egal. So. Muss nur irgendwie oben der Ladefläche liegen bleiben. Obwohl, ich habe eine andere Idee. In die Wolle noch mal runter. So. Und wir haben ja dann 1 steht auf Eierkartons, ne? Paletten. Waderball. So, jetzt achte. Jetzt liegen die Ballen ordentlich drauf. So. Dann kann ich. Es ist doch unglaublich hier. Dann kann ich jetzt die Baumwolle oben drauf legen. Einfach so. Genau. Problem gelöst. Spanngurte. Prima. Arbeitsmodus ist ausgeschaltet. Die Baumwolle, wie hieß das nochmal, wo wir da hin müssen? Wolle. Spinnerei. Die war ja irgendwo da. Genau. Da müsste ich hier rechts abbiegen. Irgendwo. Depositi Graziano. Ich denke mal, ich fahre da zur Tankstelle. Und dann. Oh, stopp, 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 stopp. Was ist denn jetzt? Warum liegen denn die Ballen wieder unten? Wir waren uns doch einig. Alter. Ärger mich doch mal. Das aber selbst wenn. Wo ist der Ball hin? Ist er drauf? Ach, jetzt ist hier wieder. Ja. Ja. Z. Nochmal. Geschafft. Friede, Freude, Eierkuchen. Mann, 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 Mann. Okay, los. So, Spinnerei.
Das sieht aus. Das sieht aus. Da oben ist der Abladetrigger. Löse jetzt mal die Gurte. Zack. Nummer 1 Verkauf 2220. Und Nummer 2 Verkauf 2220. So, aufladen. Dreh den jetzt um. Gut. Wir müssen jetzt nur noch die Ballen zu den Schweinchen bringen. Dann können wir loslegen und die ersten Ballen sammeln. Haben wir denn hier irgendwas überhaupt? Nein, wir haben hier noch nichts. Noch nichts. Schicke ich nicht zu 15. 15 ist in der Nähe. Ja, und dann können wir beim nächsten Mal weitermachen und die Tierchen versorgen. Ne? Ach, für heute war's das. Vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs dabei sein. Ich freue mich schon wieder auf eure Kommentare. Die ganzen Daumen nach oben, sehr wichtig. Sehr wichtig. Ich war, wenn du bleibst, der Schotti von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mit gewogen. Und was zu der Zeit natürlich am wichtigsten ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.